die Decke. Fischer. Das könnte ein Selbsttor werden, beinahe. Ja, es hat nicht viel daran gefehlt. Ein paar Zentimeter. Schauen Sie die Szene an. Kopfball abgeprallt an Franz. Und der Schiedsrichter lässt richtig weitergehen mit einem Eckball. Kaltz. Und Fischer. Da hat er endlich das Tor geschafft, auf das er ein ganzes Jahr lang gewartet hat, meine Damen und Herren. Und Sie können sich vorstellen, wie froh der Fischer ist, der Bundestrainer auch. Da ist der Kopfball unhaltbar. Wie dynamisch er dieses Tor gemacht hat, das haben Sie gesehen. Und wie er sich freut, ist hier im Bilde festgehalten. Wirklich verständlich. Und der Bundestrainer sagte sich, ich habe einen Mittelstürmer, der ein ganzes Jahr lang kein Tor macht. Ich muss ihn auswechseln. Aber jetzt hat er es gemacht. Ich muss einen neuen bringen. Hovenkamp, dann Johnny Repp. Und sehr gefährlich dieser Ball und im Tor Lalling. Ja. Ich glaube, da kann man den Torhüter der deutschen Nationalmannschaft nicht ganz frei von Schuld sprechen, wenn sie diesen Ball ankommen sehen. Unentschlossen. Vier Schritte nach vorne. Drei vergeblich zurück. Da hat Bodensky also entweder das Tor zu früh verlassen. Besser wahrscheinlich noch, er wäre auf der Linie geblieben. Ist er verletzt oder irgendetwas? Ich kann das nicht beurteilen. Bonos Effet-Freistoß. Und auch hier eine schwache Torhüterreaktion. Schauen Sie es an. Swaivers viel zu spät zum Ball. Ganz gefährlicher Ball, ganz gefährlicher Aufsetzer bei diesem Boden für einen Torhüter fast unberechenbar. Angeschnitten im Tor. 3:1, sagenhaft, wunderschön gemacht. Jeder erwartet ja von Bonhoff diese knallharten Schüsse, die wie Explosionen ins Netz hineingehen. Und dann dieser raffiniert angeschnittene Ball. Schauen Sie, wie spät Swaivers reagiert, wie der Ball sich senkt. Und dann merken Sie, dass auf so einem glatten Boden natürlich das Schwergewicht einem Torhüter zu schaffen macht. Und Schwergewicht ist da ja das Swaivers von Ajax Amsterdam. Und etwas wissen die Holländer auch, dass sie keine klasse Torhüter besitzen. Hier der Freistoß von der Hintertorkammer. Interessiert mich sehr, wie der Ball kommt. Schauen Sie. Ja, schöner ist das Tor nicht zu machen. Aber nach Max. Und da ist der Schlusspfiff und die deutsche Mannschaft und Jupp Derwall sind sicher froh, dass sie dieses Spiel gegen die doch immer wieder sehr starken Holländer 3:1 gewonnen haben. Es ist ein Abschied für 9 Monate vom eigenen Publikum. Die deutsche Nationalmannschaft hat jetzt 5 Auswärtsspiele, 3 davon und die Europameisterschaft. Und es ist sicher auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für die deutschen Fußballfreunde, die ja die schwächste Saison seit 20 Jahren hier miterleben mussten. Und es ist sicher ein versöhnender Abschluss. Neue Impulse, neue Hoffnungen für die Spiele um die Europameisterschaft. Wer einen so eckigen und kantigen Gegner wie die Holländer niederkämpfen kann und das mit fairen Mitteln und bei diesen widrigen Bodenverhältnissen, der ist sicher auch in der Lage, wieder in der Europameisterschaft im europäischen Fußball eine führende Rolle zu spielen. Das, meine Damen und Herren, wollte ich Ihnen zum Abschluss noch sagen. Ich hoffe, das Spiel hat Ihnen gefallen. Es war eine gute Abendunterhaltung. Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, ein glückliches neues Jahr. Ich schließe mich praktisch den Weihnachtsgaben der Nationalmannschaft an. Liebe Zuschauer.